Die Leute haben immer das Gefühl, von YouTube kann man leben, wenn man mal irgendwie 50 oder 100.000 Follower hat. Das ist nicht so. Da kommt überraschend wenig Geld rein. Mein Name ist Stefan Wiesner. Ich bin Fotograf, Buchautor, YouTuber, Influencer, Familienvater und komme aus Celle in Niedersachsen. So, können wir mal einmal Licht ausmachen? Wir sind hier im Pfälzerwald und der Plan ist, dass wir heute Nacht Milchstraße fotografieren und dann auch den Sonnenaufgang fotografieren. Das Wetter könnte passen, es wird knapp. Von wann bis wann ist Milchstraße? Ja, sag mal schnell. Also ich bin, im Zentrum sieht man zwischen 3 und 4 ganz gut. Okay, wir müssen halb drei eigentlich fast da sein, dass wir Viertel vor drei, dass wir wirklich aufbauen also, und so, ganz in Ruhe. Wann aufstehen? Dass wir keinen Stress haben. Ja, wir laufen 45 Minuten. Wir fahren eine Viertelstunde nur, also eine Stunde vorher, also hier Abfahrt um 1.30 Uhr. Ja, kurze Nacht, na ja. Egal. Ich verdiene Geld über YouTube, wenn du ein YouTube-Video guckst und am Anfang kommt Werbung. Größenordnung für 100.000 Aufrufe $100. So, und 100.000 Aufrufe muss man erstmal vollkriegen. Dann habe ich natürlich Einnahmen über Amazon Affiliate. Das nächste ist tatsächlich Kooperation, dass eine Firma mich dafür bezahlt, dass ich irgendwas mache. Das können Auftragsarbeiten sein im Sinne von, ich erstelle ein Video oder ein Foto. So ist es auch, glaube ich, fokussiert. Das sieht gut aus. Oder es kann aber auch sein, dass ich ein Video über ein bestimmtes Produkt mache und dann kriege ich Geld dafür. Das sind so die Haupteinnahmequellen plus das Magazin halt. Zielfoto, wir bringen zwei Arten raus. Reisethemen, wie zum Beispiel Fotografieren in den Alpen und Sachthemen, wie zum Beispiel Fotografieren in der Nacht. Das heißt, zwei pro Jahr planen wir. Das planen wir auch im Voraus. So dass ich ein bisschen Vorlauf habe, um halt eben Ideen zu sammeln. Und wenn ich eine Reise plane, so wie zum Beispiel jetzt in der Pfalz, wir machen ein Magazin Fotografieren in der Pfalz, dann komme ich mehrfach her und dann spreche ich mit lokalen Fotografen und frage, wo sind denn hier die schönen Orte, wo muss ich denn hier fotografieren? Ich recherchiere sehr, sehr viel. Gegen 4. Ja, gegen Ende nochmal. Weil dann ist sie sehr stark. Also, schau doch mal nach dem Wetter. Letzter Stand Wetter ist halt, das ist, jetzt sagt er wieder ein bisschen Wolken, vorhin hat er keine Wolken gehabt. Wir müssen es einfach machen. Wir müssen es probieren. Und wir hoffen, dass die Wolken hinter uns sind halt. Wir treffen gleich den Matthias Koch, der ist Instagrammer so ein bisschen und der ist ein Local vor allem, der kennt den Ort gut. Der bringt uns sicher da hoch, hoffe ich. Idealerweise haben wir heute Nacht keine Wolken und dann zieht im Morgengrauen so ein paar kleine Wolken auf. Willst du fahren? Guten Morgen! Morgen! Hallo Matthias! Jetzt ist es 2 Uhr genau. Wir laufen 40 Minuten. Alles gut. Genau richtig. Okay, auf geht's. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und habe dann 15 Jahre als IT-Berater in der Schweiz gearbeitet. Sehr, sehr anstrengender Job, auch mit sehr, sehr viel Verantwortung und immer so ein bisschen zwischen den Stühlen. Halt nur noch Arbeit gehabt irgendwie und war ich tatsächlich so ein bisschen mit einem Fuß schon im Burnout. Das habe ich dann auch körperlich einfach gemerkt und habe dann die Reißleine gezogen und habe gesagt, jetzt muss irgendwas muss passieren. Ich muss mein Leben wiederfinden. Ich kann nicht nur noch die nächsten 30 Jahre arbeiten, bis ich umkippe. Und dann habe ich beschlossen, dass ich tatsächlich fotografieren lerne und auch wirklich gesagt, das ist ein Projekt. Es war tatsächlich so, dass ich dann zu einem Fulltime-Job als Informatiker, also als Berater mit viel Reisezeit, zusätzlich dann die ganzen Abende halt mit Fotografie mich beschäftigt habe. Und jetzt mache ich das tatsächlich beruflich. Jetzt habe ich meinen Lebenstraum erfüllt. Und dass ich da auch von leben kann, ist halt eine Notwendigkeit. Und natürlich, mehr ist besser, keine Frage. Aber ich mache das nicht primär wegen dem Geld. Dann wäre ich in der Informatik geblieben. Dann würde ich jetzt eine IT-Ableitung irgendwo in Zürich, eine IT-Abteilung führen. Oh, das wird gut, das wird so gut. So, da sind wir. Da sind die geilen Stellen. Sehr gut. Schön. Matthias. Sebastian, wenn wir die Lampen ausmachen, darf ich auch die Lampen ausmachen? Da sehen wir die berühmten 1 Million Sterne, ne? Wir haben tatsächlich mal überschlagen, so ein bisschen, was wir so im Studio stehen haben. Wirklich alles. Blitze, Videokamera, Fotokamera und so weiter. Wenn ich das alles zusammenrechne, ich habe einen gebrauchten Passat, der ist mehr wert. Man sieht mich häufig mit den neuesten Kameras, aber das sind meistens Leihgeräte, die ich für 2-3 Wochen habe und wieder zurückschicke. Ich continue, das wird ja nichts. So, können wir mal einmal Licht ausmachen? Ich finde es geil, also mit der Plattform gefällt mir auch gut. Richtig gut. Ja.
Dann machen wir noch das. Und dann Blitz oder, also Blitz und Lampe können wir beides machen, ist ja der gleiche Aufbau. Ja. Ich würde ein bisschen anstrahlen. Weiß nicht, ob man vielleicht von unten den Geierstein noch. Genau, das müssen wir einmal gucken, ob der Blitz bis dahin hinreicht. Wahrscheinlich nicht. Genau, und wenn nicht, müssen wir. Und dann müssen wir mit der Lampe einmal ganz kurz ja, so. Genau, nur einmal so. Dann hätten wir. Weil ich will das in Kamera hinkriegen, kein Photoshop. Im Moment sieht es sehr gut aus, ja. Das könnte was werden, ja. Ich gebe dem gerne noch ein paar Minuten, dass die Milchstraße noch ein bisschen mehr reinwandert, weil die wird jetzt mit jedem Shot schöner. Ja. Und wenn die noch einen Tick reinkommt, dann geht das auf Instagram, dann wird das ein guter Shot, ja. Jetzt machen wir uns ein Käffchen, tatsächlich. Wir haben einen Gaskocher dabei, machen uns ein Käffchen und warten, bis die Sonne halt kommt. Wir haben jetzt 4.30 Uhr und der Sonnenaufgang ist um 6.30 Uhr, in 2 Stunden. Aber ich sag mal so, eine halbe Stunde vorher fangen wir auf jeden Fall an zu fotografieren. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir ein ganz bisschen Nebel kriegen, weil es relativ hohe Luftfeuchtigkeit hat. Und vielleicht wird es noch mal kühler. Das ist schlecht für uns, aber gut, bei denen wird sich Nebel bilden. Aber es sieht nicht sehr gut aus. Es hat auch gar keine Wolke. Das heißt, wir haben wahrscheinlich keinen richtig knallbunten Sonnenaufgang. Dafür bräuchten wir ein paar Wolken. Das hat sich nochmal sehr gelohnt, Männer, würde ich sagen. Ich habe in der Informatik ganz viele Nächte im Hotel verbracht und ich kann mich an keine einzige erinnern. 100 Nächte und ich weiß keine mehr davon. Aber ich weiß jede einzelne Nacht noch, wo ich draußen war und Sterne fotografiert habe, weil es immer super schön ist. Unabhängig vom Foto. Das Foto ist ja nur ein Vorwand, den Hintern vom Sofa zu kriegen, hinterher zu kommen. Ich werde dafür tatsächlich bezahlt. Das ist immer so, man sitzt da, gerade wenn man allein ist, hat man auch noch Angst natürlich und wartet und denkt, oh, wann wird denn das endlich hell? Die ersten Lichtstrahlen, das ist so richtig so eine Erlösung, so, weil es wird plötzlich warm und es ist hell und man hat keine Angst mehr und friert nicht mehr, weil Angst haben und frieren ist irgendwie immer doof. Jetzt ein bisschen schön, Sonnenaufgang ist in 30 Minuten und jetzt warten wir so ein bisschen, dass die Wolken hoffentlich mal so ein bisschen explodieren und spätestens 30 Minuten dann halt eben, wenn die ersten Strahlen kommen. Jetzt wird's richtig schön nochmal. So, wir haben's. Ja klar, es wäre schöner, wenn wir ein bisschen mehr Wolken gehabt hätten und ein bisschen mehr Nebel gehabt hätten. Das ist natürlich, wünscht man sich immer, aber es ist super schön. Also alles gut, es ist super schön. Also du fragst mich gerade, möchte ich hier sein oder möchte ich jetzt in Zürich im Großraumbüro sitzen? Lass mich ganz kurz nachdenken. Sonnenaufgang, Großraumbüro. Wir haben die Milchstraße gesehen, wir haben einen ganz tollen Sonnenaufgang gehabt. Ja, und es ist noch nicht mal 7 Uhr. Klar lohnt sich das. So, das war's. Wir gehen jetzt frühstücken und legen uns ins Bett. Ich hoffe, das war interessant zu sehen, wie das so abläuft als Landschaftsfotograf draußen in der Natur. Wenn du von anderen Berufen wissen möchtest, was man verdient und ob sich das lohnt, dann kannst du hier und hier klicken und dort weitere Folgen sehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinen weiteren Aktionen. Bis dahin, tschüss.